This is the day of the church. So wie ich gesagt habe, heute ist der Tag der Gemeinde. Amen. Amen. And this day should be understood by everyone. Jeder soll diesen Tag begreifen. Because everything about Christianity depends on what happened 2000 years ago. Und alles, was der Christentum angeht, hängt von dem ab, was vor 2000 Jahren passiert ist. Ich werde von einem ungewöhnlichen Text, also einem ungewöhnlichen Hintergrund, mitteilen. For this special day. Für diesen besonderen Tag. And I believe that, we're going to understand something. Also ich glaube, wir werden etwas begreifen, that will help us to live a victorious life. Was uns helfen, ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Amen. Turn your Bible to the book of Genesis. Schlag mal bitte deine Bibel mit mir auf zu 1. Buch Mose. Also spärlich gehe ich zum Alten Testament. But when we get there, doch wenn wir dort ankommen, we need to see Christ. Dann brauchen wir Christus zu sehen. So there is a story that I would like to narrate to us. Es gibt eine Geschichte, die ich uns gerne erzählen möchte. That most of us we know already. Viele von uns kennen diese Geschichte schon. But I want us to look at it from another perspective. Doch ich möchte, dass wir das aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Genesis 27. Bitte 1. Buch Mose aufschlagen, 27. I want to read from the verse number 18. Ich lese ab Vers 18. This is a story of Esau and Jacob. Das ist die Geschichte von Esau und Jakob. From this story, I would like us to look at the picture of the church and Christ. Aus dieser Geschichte möchte ich, dass wir das Bild Christi und der Gemeinde sehen. As I always say, the New Testament gives us a statement of fact. Das Neue Testament zeigt uns nämlich die Aussage über Fakten. But the Old Testament gives us the picture of that fact. Doch das Alte Testament zeigt uns das Bild zu den Fakten. And since we understand that the New Testament is about Christ, und da wir begreifen, dass das Neue Testament über Christus geht, so everything that was narrated in the Old Testament points to him. Und deshalb alles, was beschrieben wurde im Alten Testament, zeigt auf Christus. Amen. Amen. And so please, let's turn our Bible to the verse 18. Genesis 27. Vers 18 von 1. Buch Mose 27. The Bible says, and he came unto his father and said, my father, and he said, who art thou, my son? So ging zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater, und sagte, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Now, in order for us to get the story so clearly, I mean, it's actually a reference to Isaac, Rebecca, Esau and Jacob. Die Geschichte ging es um die Familie Isaak, Rebekka, nämlich und Esau und Jakob. And I want us to look at the wisdom of God. Ich möchte, dass wir die Weisheit Gottes hierbei betrachten. Because most of the time we look at the character of Jacob. Denn in vielen Fällen schauen wir uns mal den Charakter Jakobs an. And we say Jacob is a deceiver. Und wir sagen, Jakob ist ein Betrüger. Who did Jacob deceive? So, wen hat Jakob betrogen? And so if we understand the character of Jacob, doch wenn wir den Charakter Jakobs begreifen, we will not have a problem to stand in the position of Christ. Wir werden keine Probleme haben, nämlich anstelle Christi zu stehen. Because most of the time most Christians have a problem. Denn in vielen Fällen haben Christen ein Problem, when they say you are in Christ. Wenn man sagt, du bist in Christus, that you are Christ, nämlich dass du Christus bist, they look at it as a blasphemy. Also man schaut es an als Blasphemie. But today, through this story, I want you to see the wisdom of God. Doch heute durch diese Geschichte möchte ich, dass ihr die Weisheit Gottes seht. How God deceived death. Wie Gott den Tod getäuscht oder betrogen hat. How God supplanted the natural man. Also wie Gott den natürlichen Menschen, ich sage es in meinen Worten, einen Streich gespielt hat. And so we look at this story. Also wir schauen uns diese Geschichte an. Now it's a very long story. I hope we're not going to read all. Also es ist sehr lang, doch wir verkürzen das. So the verse number 19. Vers 19. And Jacob said unto his father, I am Esau,
thy firstborn. Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. I have done according as thou betest me. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. Richte dich doch auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Glory be to God. Ehre sei and Gott. So here we see Jacob coming before his father Isaac. Und hier sehen wir, wie Jakob vor seinem Vater trat, Isaak. And Isaac asks Jacob, who are you? Und da fragte Isaak Jakob, wer bist du? And Jacob said, he is Esau. Und da sagte Jakob, ich bin Esau. Now, the backdrop of the story is this. Also folgender Hintergrund hat die Geschichte. Isaac, the Bible says, was blind. Die Bibel berichtet uns, dass Isaak blind war. And so he could not distinguish between his sons through his vision. Und dementsprechend konnte er augenscheinlich unter seinen Söhnen nicht unterscheiden. Now Isaac signifies or represents in this story the father. Also Isaak steht in dieser Geschichte für den Vater. Now listen to me very carefully. Hört mir zu. Now, ganz genau. God is blind. Also Gott ist blind. This simply means that God is impartial. Also diese Blindheit steht dafür, dass Gott unparteiisch ist. Amen. Amen. He is not a respecter of person. Also Gott bevorzugt keinen. You know, we must understand the character of our God. Es ist wichtig, den Charakter unseres Gottes zu begreifen. If you walk according to his principle, wenn du entsprechend seinen Prinzipien wandelst, you receive his blessing. Dann empfängst du sein Segen. God is blind. Also Gott ist blind. That is why today you can see in the justice system they always present true justice with something close, you know, the eyes are closed because he doesn't prefer one person to the other. He's just. Und dementsprechend, wenn man das Gerichtssystem sieht, also Justitia wird meistens präsentiert als eine Dame, die eine Waagschale hält und aber blind ist. And so Isaac said, it's time for me to release the blessing to my firstborn. Und da dachte Isaak, Mensch, es ist nun Zeit, dass ich meinen Erstgeborenen segne. Because that is the tradition of their time. Denn das war der Brauch ihrer Zeit. And so he said to his son Esau. Und da sprach er zu Esau, go and bring something that I will eat and I will be satisfied, then I will bless you. Mach mir bitte ein Wildbret, ja, und wenn du das vorbereitet hast, das werde ich essen und dich segnen. And Rebecca heard it. Und das hat Rebecca gehört. And so Rebecca went now and said that to Jacob. Und da ging Rebecca hin und sprach zu Jakob. Your father is about to release blessing. Dein Vater ist bereit, den Segen freizugeben. And so I, Rebecca, will prepare that which your father desire, and I will present you before the father in the place of Esau. Und ich werde das, die Speise vorbereiten, das Wildbret, was dein Vater so gerne mag, und ich werde dich vorstellen vor dem Vater als Esau. Now, these are two very important characters here. Das sind zwei wichtige Charaktere, was man hier Esau so sieht. Esau represents the natural man. Esau steht für den natürlichen Menschen. Esau represents Adam. Esau steht für Adam. Esau represents the man of the flesh. Esau steht für den Menschen nach dem Fleisch. So God promised to man, he said to man, man, bring me something that I will eat and satisfy and bless you. Und da sprach Gott zu dem Menschen, na bringt mir etwas, was ich essen kann, und wenn ich gesättigt bin, segne ich dich. What did Esau do? Und was tat Esau? Esau ran to the bush. Also Esau ist jagen gegangen. To go and work. Ja, um zu wirken, also um zu arbeiten. So that he can bring something to the father. Damit er dem Vater etwas bringen kann. Amen. Amen. This is what
the natural man is. Aber das tut doch der natürliche Mensch. Depends on his performance. Ja, der natürliche Mensch ist abhängig von seiner Eigenleistung. You know, for him, für ihn, he can satisfy God by what he does. Er kann Gott sättigen durch seine eigenen Tat. So it's about his achievement. Also es geht um das, was er erreichen kann. What he can do. Was er tun kann. So he went to the bush and he was occupied doing his things. Also er war beschäftigt mit dem Jagen und mit dem Wildfang. And the Bible says that Jacob was a man of the tent. Doch Jakob war der Mensch, der in Zelten gewohnt hat. Amen. Amen. And so Rebecca loved Jacob. Und dementsprechend liebte Rebecca Jakob. Who is Rebecca in this story? So in dieser Geschichte, wer ist Rebecca? Rebecca is the Holy Spirit. Rebecca ist der Heilige Geist. And so the Holy Spirit knows what the Father wants. Der Heilige Geist kennt, was dem Vater gefällt. So it is not by your strength, it is not by your power, it is by my Spirit, saith the Lord. Es ist nicht durch deine Kraft, es ist nicht durch deine Macht, es ist durch meinen Geist, spricht der Herr. And so the Spirit brought the food. Also der Geist brachte die Speise. That which satisfied the Father. Das, was den Vater sättigt. And then he clothed Jacob. Und er kleidete Jakob. With the skin of Esau. Und zwar mit einem Fell wie Esau. And so the father was even surprised. Said, but why have you taken so quick to bring this? Also der Vater war sogar überrascht. Wie konnte es so schnell kommen? And then the father then asked a question. Und da stellte der Vater eine Frage. To Jacob. Und zwar Jakob. Who are you? Wer bist du? But the father spoke to Esau. Der Vater sprach zu Esau. So he should know that it is Esau that comes before him. Und dementsprechend musste er doch eigentlich wissen, dass Esau ist derjenige, der den Auftrag erfüllt. But he still asked the question. Und dennoch stellte er die Frage. Who are you? Wer bist du? And Jacob said. Und da sprach Jakob. I am Esau. Esau bin ich. I am Esau. Ich bin Esau. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now we see here Jesus has taken the skin of humanity. Und hier sehen wir, dass Jesus nämlich das Fell der Menschheit auf sich genommen hat. Because in this story he represents the spiritual man. Denn in dieser Geschichte steht Jesus für den geistlichen Menschen. So Jacob represents the man from heaven. Jakob repräsentiert den Menschen aus dem Himmel. And so he took the skin of humanity. Und so nahm er das Fell der Menschheit. And represented us before the Father. Und er hat uns vor dem Vater vertreten. And now, there's something that Isaac said. Es gab etwas, was Isaak gesagt hat. Isaac said, the voice is the voice of Jacob. Da sprach Isaak, die Stimme ist die Stimme Jakobs. But the skin. Doch das Fell. Is that of Esau. Ist das Fell Esaus. How can it be? Wie kann das sein? Today we are in Christ. Heute sind wir in Christus. So when we stand before the Father, wenn wir vor dem Vater stehen, it is not your voice. Es ist nicht deine Stimme. It is the voice of Christ. Es ist die Stimme Christi. Though it is you. Obwohl du es bist. Humanly, it is you. Menschlich gesprochen bist du es. But it is the voice of Christ. Doch es ist die Stimme Christi. So, when the Father asks, who are you? Wenn der Vater die Frage stellt, wer bist du? He wants you to know who you are in reference to who Christ is. Er möchte, dass du weißt, wer du bist, in Bezug nehmend auf Christus. Because when we come to understand this, wenn wir dies begreifen, we begin to understand the wisdom that God uses in order to use our humanity and release his blessing upon us. Und dann begreifen wir, welche Weisheit Gott verwendet, um unsere Menschlichkeit zu verwenden, damit er uns segnet. So physically, körperlich gesprochen, the facts are there. Die Fakten liegen vor Augen. That shows you that you are a man of the flesh. Ja, die dir zeigen, du bist ein menschliches Wesen.
The facts are there. Die Fakten sind da. To tell you that you don't deserve the blessing. Um dir zu zeigen, dass du den Segen nicht verdienst. But when you stand before the Father. Doch wenn du vor dem Vater stehst. He asks you, who are you? Da stellt er dir die Frage, wer now, when bist you du? Stand before any situation in life. Wenn du vor jeglicher Situation im Leben stehst. The question is always, who are you? Die Frage lautet immer, wer bist du? Does God doesn't know the fact? Also kennt Gott die Fakten nicht? He doesn't care. Ihm kümmert die Fakten gar now, nicht. Please, you must understand God. Bitte, es ist wichtig, Gott zu begreifen. God doesn't consider the natural fact. Die natürlichen Fakten finden keine Berücksichtigung bei Gott. The experiences you have gone through, die Erfahrungen, die du gemacht hast. The injustice that has, you know, come upon you. Die Ungerechtigkeiten, die du erfahren hast. God does not consider. Das spielt bei Gott keine Rolle. He wants to know who you are. Er möchte von dir erkennen, wer du bist. He wants to hear the voice of his son through you. Er möchte die Stimme seines Sohnes durch dich hören. Because the problem is that most of the time, das Problem ist, in vielen Fällen, we bring our natural facts before God as evidence for his blessing. Wir kommen vor Gott mit unseren natürlichen Fakten als Beweismittel, damit Gott uns segnet. So the real you, aber das wirkliche Du is the man of the inside. Ist der Mensch nach dem Innern. Is the Christ in you. Ist der Christus in dir. That is the you God recognizes. Genau das ist das Du, was Gott anerkennt. And so when you stand before life, und dementsprechend, wenn du vor dem Leben stehst, because life is God, denn Leben ist Gott. And so it's not a respecter of person. Und Gott ist unparteiisch, hat kein Ansehen, also er kümmert sich nicht um das Ansehen der Menschen. So it doesn't depend you coming to church. Es ist unabhängig davon, ob du regelmäßig zur Kirche gehst. It doesn't depend you reading the Bible. Es ist unabhängig davon, ob du regelmäßig die Bibel liest. It doesn't depend you praying. Es ist unabhängig davon, ob du betest. Please listen to me very carefully. Also, don't get it wrong. Also bitte hört mir ganz genau hin und versteht das richtig. What depend is who you are. Abhängig von allem ist, wer du bist. Who are you? Wer bist du? Before God, who are you? Vor Gott, wer bist du? Now, if you use all these things to want to define who you are. Also wenn du Gebet, Bibel lesen, wenn du Kirchengang verwenden möchtest, um vor Gott zu definieren, wer du bist, you fail. Also da hast du wirklich schlechte Karten. Because the bottom line, denn letztendlich, God is not a respecter of person. Also Gott ist in seiner Art und in seinem Wesen unparteiisch. He cannot break his own law. Sein eigenes Gesetz kann er nicht brechen. And so the only possibility for us to receive his blessing, und dementsprechend die einzige Möglichkeit für uns, sein Segen zu empfangen, is to deceive the natural man. Ist wirklich den natürlichen Menschen einen Streich zu spielen. Do you get what I mean? Also kommt es bei euch an? You have to deceive your natural you. Also du musst dein natürliches Du austricksen. You have to say what God says of you, not what you have gone as experience, not what people have said of you. This is why the character of Jacob is so important in the Bible, because he shows to us how to trick the natural world, how to reach onto the spirit realm and receive your blessing. Why in this world? You must deceive this world. When the world says you are sick, you come before God. What do you say? Amen. What do you say? Was sagst du vor when Gott? You say you are sick, then God says, no problem, I'm blind. Sick, be sick. Von hinten angefangen, wenn du vor Gott stehst und er stellt dir die Frage, wer bist du? Beziehungsweise du gehst durch die Herausforderung der Krankheit und er fragt dich, was sagst du? Und du wagst es, Gott zu sagen, naja, ich bin krank. Ja, dann hast du selber dein eigenes Urteil unterschrieben. Dann kann er nur sagen, dann sei krank. Denn warum? Jakob zeigt uns, wie der geistliche Mensch den natürlichen Menschen einen Streich spielt.
Jakob zeigt uns, wie der geistliche Mensch den natürlichen Menschen austrickst. Denn warum? Austricksen in diesem Sinne bedeutet, man berücksichtigt nicht die natürliche Situation. Ja, wenn zum Beispiel Symptome in meinem Leib sind, was tue, was sage ich? Da sage ich nicht, ich bin krank, sondern ich sage, was Gott über mich sagt, nämlich durch seinen Striemen bin ich geheilt. Das ist das Austricksen des natürlichen Menschen. The real you. Denn dein wirkliches Du muss auferstehen. The real you. Dein wirkliches Du muss come out of the grave. Muss rauskommen aus dem Grab. That is the you God knows. Aber genau das ist das Du, was Gott anerkennt. You know, what happened 2000 years ago, was vor 2000 Jahren passiert ist, was a great wisdom of God. Das war eine große Weisheit Gottes. The Bible even says that if they knew, they would have not crucified him. Die Bibel sagt es sogar in 1. Korinther 1, nämlich wüssten sie, was sie damit bewirkten, würden sie ihn gar nicht kreuzigen. Amen. Nobody could see it. Das konnte keiner sehen. Even the disciples of Jesus could not see what God was working. Sogar die Jünger Jesu Christi konnten nicht erkennen, was Gott am Austüfteln war. Halleluja. Halleluja. Do you see our God? Könnt ihr unser Gott sehen? So when you stand and you begin to declare you are blessed, you begin to declare you are above, you begin to declare you are the righteousness of God. You know, people intimidate you and you say, maybe I'm doing something which is not right. You are doing the right thing. Amen. So I am here today to inform you and to encourage you that stand on your position. Amen. It is not the majority that wins. It is the wisdom of God. Amen. To the natural man, it is foolishness. How can the weak say, I am strong? Come on. How can the poor say, I am rich? It is not normal. No, it is normal because you are deceiving the natural realm and the natural circumstances. So until you understand that, you cannot understand resurrection. That's why I don't want to be doctrinal, you know, today. Amen. Because when we talk about resurrection, people don't even understand. I'm talking about Christ in you. The real you that will come out. Es geht ja Christus in dir, nämlich dein wirkliches Du, dein wirkliches Ich, das dir hervorkommt. Denn es ist wichtig zu begreifen, dass wenn du anfängst zu bekennen, ich bin reich, obwohl du keinen Cent in der Tasche hast, dein Konto zeigt rot. Wenn du anfängst zu bekennen, ich bin die Gesundheit Gottes und der Arzt kann dir nur einen Bericht zeigen, die ist ja länger als mein Arm. Und du gehst durch Situationen, wo Leute sagen, na arme Seele, dennoch bekennst du, ich bin die Geliebte Gottes. Was machst du da? Viele wurden in der natürlichen sagen, wie kann man sowas machen? Das ist doch total wirklich plemplem, das ist völlig verkehrt. Doch der Punkt ist, das ist der Streich Gottes gegen den natürlichen Menschen. Das ist der Trick, das ist der Joker, den Gott verwendet hat. Nämlich, als er Christus aus den Toten auferweckt hat, nämlich indem alles andere, was nicht Christus ist, in dem Grab geblieben ist. Deshalb ist es wichtig, heute möchte ich nicht so sehr den Lehrsatz angehen, also sprich einfach mal diese Lehre über die Auferstehung. Es ist erstmal wichtig zu begreifen, dass in dir Christus aus dem Grab kommen muss. Das bedeutet, dass das, was Gott über dich sagt, das muss deine Art und Weise zu sprechen sein. In the New Testament, im Neuen Testament, wisst ihr, in Romans 9, verse 13, in Römerbrief 9, Vers 13, there's a statement there. Es gibt dort eine Aussage. Really disturbing. Also das ist wirklich, wirklich alarmierend. Paul wrote, he says, as it is written, Paulus spricht und sagt, so wie es geschrieben steht, that God said, nämlich Gott sprach, Jacob, I loved. Jakob liebe ich. And Esau, I hated. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Ah. Gott. Also Gott? You du? Someone? Du kannst jemanden hassen? Love, another definition of love is acceptance. Also eine andere Definition von der Liebe ist die Annahme. When you are accepted, wenn du angenommen wirst, you love. Dann bist du geliebt. That's why Paul says that we are accepted
in the beloved. Deswegen sagt Paulus, wir sind angenommen, wir sind begnadigt in dem Geliebten. So God is saying that Jacob I accepted, Esau I reject. Und was Gott hier sagt ist, Jakob habe ich angenommen, doch Esau habe ich abgelehnt. He's a reference to the spiritual man and the natural man. Hier nimmt Gott Bezug auf den geistlichen Menschen und den natürlichen Menschen. Please listen. Also bitte hört zu. God is not impressed with everything we do. Gott ist nicht beeindruckt mit allem, was wir tun. He's not impressed by our achievement. Also Gott ist nicht beeindruckt durch das, was wir erreicht haben. He's not impressed by what we have attained. Also Gott ist nicht beeindruckt durch unsere Verdienste. God is only impressed. Gott ist nur beeindruckt. God is only satisfied. Gott ist nur gesättigt. By Christ. Durch Christus. You see, this is why it is so difficult. Und das ist der Grund, warum es so schwierig ist. This message is, also die Botschaft ist wirklich ja, sattelfest. What all the things that I have done? Schaut euch mal an, was ich alles getan habe. This is justice now, the things that I have done. Also das ist doch gerecht. Schaut euch mal an, was ich alles erreicht habe. It doesn't count. Das zählt alles im Pups. What really encouraged me in this message? Also wisst ihr, was mich richtig ermutigt in dieser Botschaft? Is the message itself. Das ist die Botschaft selbst. Not the audience. Und nicht die Zuhörer. This is deliverance. Also diese Botschaft ist die Befreiung selbst. This is the message that run throughout the Bible. Aber genau diese Botschaft findet man durch die Bibel hindurch. Forget about what religion is painting to us today. Also vergiss die ganzen Bilder, die Religion uns bis hierhin gemalt haben. The real you. Dein wirkliches Du is Christ. Ist Christus. And that Christ. Und genau dieser Christus, resurrect. Der muss auferstehen. From this womb. Und zwar aus diesem Mutterleib. From this tomb. Und zwar aus diesem Grab. Amen. Amen. The natural man. Der natürliche Mensch. The man of the flesh. Der Mensch des Fleisches. Is the tomb of Christ. Er ist das Grab Christi. We are shouting, he's risen. Wir schreien, er ist auferstanden. Yes, he's risen. Tatsache, er ist auferstanden. But he's in you. Doch er ist in dir. Is he risen in you? Ist er in dir auferstanden? Or are you still the natural you? Oder bist du immer noch dein natürliches Du? Halleluja. Refuse the fact about you. Also lehne die Fakten über dich ab. Amen. Amen. You only carry the skin was of flesh. Was du trägst, ist nur das Fell vom Fleisch. But the real you, sondern dein wirkliches Du. Is the voice inside. Das ist die Stimme in dir drin. So whenever you stand before any situation, wann auch immer du vor jegliche Situation stehst, you confess who you are. Was bekennst du, wer du bist? Which is based on who Christ is. Und das ist fundiert auf wen Christus ist. That's why Paul said, und deshalb sprach Paulus, Christ in you, Christus in dir, the hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. And so today, heute also, we are all partakers of Christ. Wir sind alle Teilnehmer Christi. This is what the resurrection is all about. Und darum geht's bei der Auferstehung. It's not just about him. Es geht nicht nur um ihn. It's about him and us. Es geht um ihn und um uns.